Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wann immer ihr das schaut. Ich bin Part of Romanal Share Gaming und begrüße euch zum Playoff Halbfinale gegen den guten Ede. Also quasi Rematch vom ersten Spieltag der PBL. Damals haben wir 4-0 verloren. Was auch teilweise nicht so überragend gespielt war von mir, aber eben, ja. Immerhin habe ich es auch in die Playoffs geschafft, ne? Ja. Diesmal habe ich dabei Despota mit dem Dying-Set am letzten Mal. Grebeschack diesmal mit Expertengurt statt Live-Orb. Aber auch ein bisschen mehr Spezialangriffe machen, so dass ich Tangulos trotzdem weghauen kann mit Schlammwoge. Zwirklob. Also die Sets, habt ihr alle in der Videobeschreibung, falls ihr euch angucken wollt. Megabisaflor, Kyure mit einem Subtoxic-Set. Und Famigula. Dann gehen wir mal in den Kampf rein. Und schauen wir mal, ob es diesmal besser läuft als beim letzten Mal. Mein Matchup ist immer noch gewohnt scheiße. Also, das muss man auch nicht sagen. Ja. Ich liege hier mit Despota, er liegt mit Stalos. Und mir okay. Der will doch erstmal anfangen, Rocks zu legen. Ich gehe einfach mal direkt auf den Kraftkoloss. Um immer Schaden zu drücken, um mal zu gucken, wie das Ding gebestet ist. Und das ist zwar okayer Schaden, aber ich kann es ja nicht two-hitten. So ein Fireblast würde mir da echt gut tun eigentlich in dem Moment. Heißt, ich kann nicht two-hitten, also gehe ich logischerweise raus. In Bisaflor. Weil das ist Mon, mit dem ich am besten ein Erdbeben abfange. Oder eins der Mann, mit dem ich am besten Erdbeben abfange. Er geht auf Brüder und da kommt Famigula rein. Ich habe überlegt, ob ich den Set schon einfach mal usen soll. Wollen wir ihn lieber für den Relaxor aufheben. Also gehe ich auf einen normalen Kraftkoloss. Und Famigula hat nochmal ein bisschen weniger Angriff als das Brutal. Deswegen macht es noch weniger. Aber er hat eine 50% Beere. Heißt, jetzt zieht es wieder wunderbar hoch. Und geht auf ein Erdbeben. Nach dem Deathdrop auf Famigula. Und das tut scheiße weh. Und er hat bisher nur Stalos drin gehabt. Hier ist er nur am Rumswitchen hier. Jetzt habe ich zwar schon drei Mons, die auch in irgendeiner Art in Stalos drin waren. Wie Bisaflor, da drüben jetzt ein Erdbeben. Das war jetzt nicht so unfassbar viel, aber war genug, dass es wehgetan hat. Sagen wir mal so. Jo, ich auf dem Bisaflor, ich auf die Mega. Und bin da mal auf dem, Gigasauger oder Synthese, eins von beiden. Und zwar bin ich auf den Gigasauger gegangen. Ah, ne, HGFire habe ich gar nicht, glaube ich, oder? Ah, das Match ist auch schon ein bisschen her. Das Video kommt ein bisschen zu spät, weil ich keine Zeit hatte, zum Aufnehmen. Jetzt kann ich es ja aufnehmen. Jo. Ja, jetzt komme ich hier mit Despota rein. Und der Sandsprung lädt sich exakt der Runde. Jetzt geht er raus, während ich ihn immer auf den Kraftkoloss gehe. Das ist jetzt wieder so ein Fall, wo ich dachte, okay, wie geil wäre jetzt ein Feuersturm. Da stell dir mal vor, ich wäre jetzt auf den Feuersturm gegangen, der holt aber seinen Tangoloss rein. Wäre überragend gewesen. Aber natürlich habe ich den nicht dabei. Ich gehe hier dann, er geht dann direkt raus in sein Quadutsu. Während ich hier dachte, okay, der will jetzt wieder Double Switchen, mal wieder. Hat er auch in hinten unten Kampf ein paar Mal gemacht. Und ja, dann nehme ich mal Rocks. Kommt hier, weil jetzt kommt da ein Missfeld für mich. Ich habe mir gedacht, okay, der U-turnt jetzt. Ich meine Kyurem rein, weil in die meisten Mons, die er dabei hat, kann ich entweder killen oder kann dagegen subben. Aber hab dann den Fußkick vergessen. Die ich im Hintergrundkampf ständig predicted habe und damit killt er einfach Kyurem nach den Rocks. Das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool. Habe ich jetzt einen Bisaflor, kann mich hier jetzt mal wieder mit der Synthese ein bisschen hochheilen. Ich hoffe, dass die Synthese gegangen wäre, ich weiß auch nicht. Er geht jetzt in Chomp und da habe ich mir schon, okay, der will den Setstein da haben. Der will definitiv den Setstein haben. Ich habe die Synthese, um mich hochzuheilen. Aber wenn ich nicht der Beste zufällig dann lieber auf den Gigasauger gehen sollen oder auf Egelsamen.
Weil jetzt steht da ein Chomp und ich kann nichts machen. Ich kann auch nicht großartig rausgehen, weil danach flext er mich weg. Wenn der jetzt sich boostet oder was auch immer. Hier, also auf den Gigasauger, um ihm nochmal ein bisschen Schaden zu drücken. Ist auch voll, aber... Ja, da kommt jetzt der Z-Move. Und ich muss hier, glaube ich, niemandem erzählen, dass das jetzt ausreicht. Also niemandem sagen, dass es jetzt ausreicht. Z-Stein, also Z-Move, Erdbeben von einem Knackrack plus 2. Das macht viel zu viel. Und damit ist unser wichtigster Tank eigentlich weg. Wir nehmen jetzt, ich kann hier nichts will ich reinwerfen, weil ich dachte, okay, Vermikula brauche ich eigentlich noch. Zwirklub will ich auch nicht reinwerfen. Da habe ich jetzt gemacht. Leider habe ich jetzt auch nicht die Will-O-Wisp drauf, den hätte ich sehr gerne gehabt. Geht auf den Sandsturm. Was mich irgendwie ein bisschen verwirrt hat. Ich drücke jetzt den Dunkelnebel, um den Boost aufzuheben. Wir haben hier auch einen Toxin. Und dann, okay, der muss jetzt ein bisschen Damage drauf auf das Ding. Wenn ich, weil beste, Toxin ist mein bester Damage Output. Auf dem Zwirklub. Aber nehmen wir es jetzt, der ist jetzt auf plus 2. Und entweder ich muss jetzt, und ich habe ja Ice Recovery nur die Erholung. Folglich. Muss ich jetzt entweder auf den Dunkelnebel gehen oder auf eine Erholung. Für mich war es gerade der, ich fand persönlich war schlauer, jetzt auf den Dunkelnebel zu gehen. Habe mich aber verkalkt. Und so hat das Erdbeben viel zu viel, um es wirklich noch irgendwie rauszubekommen. Und das alles nur wegen diesem Sandsturm. Weil ohne den Sandsturm wäre ich jetzt auf der Range, wo das Erdbeben nicht killen würde. Und könnte mich wieder hochheilen. Aber nein, Sandsturm. Why ever, ich habe keine Ahnung, aber Sandsturm. Damit ist wirklich auch weg. Das Zirkum-Set, falls ihr euch wundert, wenn ihr in die Beschreibung reinguckt auf das Team, war übrigens gegen Relaxer ausgelegt. Ich jetzt in den Krebetag und ist okay, jetzt räume ich das Ding einfach kurz weg. Damit ist dann auch Chomp weg. Bisschen zu spät, bisschen. So, jetzt geht er in Tango los. Okay, da ist jetzt Rocks Damage drin. Gehen wir auf die Schamburge, probieren wir es einfach mal. Aber ich krieg eine Min-Roll. Und deswegen. Obwohl, es war nicht meine Min-Roll, glaube ich, in dem Moment. Ich glaube, bei der Max-Roll hätte ich ihn killen können. Aber, ja, so Min-Roll, da kill ich ihn halt nicht. Heißt, Geodag ist down. Und das Ding ist wieder fast voll. Jetzt gehe ich in Despotar. Jo, und nehme ich einfach mal so, okay, Steinkante wäre jetzt, glaube ich, schon der Play. Weil der jetzt wieder rausgehen wird in irgendwas. Habe eigentlich jetzt eher gedacht, dass er jetzt in Relaxo geht, wegen dem Eis. Naja, ich bin auf einem Eisstrahl, so passt. Ja, aber jetzt dachte ich, okay, jetzt hier fällt in Relaxo wegen dem erneuten Eisstrahl oder so. Deswegen gehe ich auf die Steinkante, aber ja. War jetzt auch nicht wirklich der Kreis-Region meines Lebens. Und ja, jetzt kommt Necrozma. Und das Ding hat Durchbruch. Und ich glaube, jetzt muss ich niemandem mehr sagen, dass das ein Loose ist. Dann ist es noch Fumicula. Gegen vier Mons, davon ein Chometrophorus Relaxo. Ein Tangolos, das auch fast voll ist. Ja, und dann denke ich mir, okay, kann ich noch Necrozma mitnehmen. Aber es sind halt einfach die Käferbeere, die Tanigabeere. Und der hat eine Kaffeesäule Feuer. Ich muss auch sagen, es war jetzt wieder nicht mein bestes Game. Hatte ich deutlich bessere. Aber, wie gesagt, GG an Ele. Wir haben schon mal verloren. Ich glaube, es ist nicht die Schande, gegen den Tabellenführer zweimal zu verlieren. In anderer Season, wo man eigentlich nur einmal gegen jemanden spielt. Ja. Also wie gesagt, aber wir sind doch im Spiel Platz 3 und das kommt jetzt diesen Samstag. Ich nehme das
hier direkt danach auf, weil der Spieler kommt, wie gesagt, auch ein bisschen zu spät, ich weiß. Also jetzt ich nehme ich auf, nehme ich gleich noch das den Kampf in die Play im Spielplatz 3 auf. Ja. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Kampf und ciao.